Hallo, heute haben wir von Utrymi eine Box zugeschickt bekommen, die es in sich hat. Zwar ist es eine Limited Edition Lootbox. Heißt für Nerds, Gamer, Sammler etc. pp. Alles Mögliche kann hier drin sein. Was genau da drin ist, schauen wir uns jetzt an. Utrymi hat eine Kooperation mit Lootchats gemacht und deswegen gibt es jetzt hier so eine Limited Edition Utrymi Box. Wer Utrymi nicht kennt, könnt da gerne mal auf die Seite gehen. Da gibt es immer regelmäßig verschiedene Lebensmittel aus anderen Ländern und auch Lebensmittel, die man so noch nicht gesehen hat. Da kann man dann für 29 Euro eine Box bestellen und dann auf der Internetseite gibt man dann so 3, 4, 5, 6, 7 Artikel ein und dann ist unten ein Balken, der füllt sich und dann weiß man, ah, okay, jetzt ist die Kiste voll und dann kriegt man für 29 Euro eine Kiste mit Lebensmitteln aus aller Welt oder irgendwelche Überraschungen. Also lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt genug gelabert. Jetzt machen wir die Kiste mal auf. Einmal rechts, einmal links, einmal oben drauf. So. Und wie ihr seht, habe ich die Kiste noch nicht aufgemacht. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was mich hier erwartet. Ah. Ja, Verpackungsmaterial. Schon mal cool, kann man schon mal gebrauchen. Ja, nochmal. Gut. Ah, und okay, in der Kiste ist eine Kiste. Jo. Okay, ist jetzt leer. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt hier in der Nerds und Gaming Sammelbox etc. pp. Drin ist. Und zwar haben wir hier. Na? Und zwar haben wir hier die Mandalorian Kulturtasche, Beutel etc. pp. Da könnt ihr dann irgendwie was ganz Cooles reinmachen. USB-Kabel, Parfüm, ja, Parfüm jetzt nicht, aber irgendwelche Kleinigkeiten. Also ziemlich cool. So, der nächste Artikel wäre ja so eine Jute-Tasche. Auch perfekt hier zum Umhängen oder als ja, kleines Geschenk für jemanden oder so, keine Ahnung, von der Big Band Serie. Auf jeden Fall ziemlich cool. Wer die Serie kennt, wird die Tasche wahrscheinlich lieben. Und ups, ja, hier ist schon das nächste rausgeplumpst. Ja, das finde ich mal mega nice auf jeden Fall. Let's go, yeah. Ja, wer kennt es noch? Ah, die guten alten 90er, ja. Da habe ich Street Fighter gespielt, bis der Arzt kam. Und jetzt habe ich auch die passenden Socken dazu. Heißt, wenn ich das jetzt wieder spielen sollte, muss ich diese Socken anziehen und dann funktionieren die Kicks auch viel, viel besser, weil man genau diese Socken anhat. Ja, echt geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, riechen auch nicht so perfekt. Ah, dann haben wir noch, da haben wir noch, da haben wir noch. Ja, auch mega nice. Und zwar ein Kartenspiel im PlayStation-Look. Heißt, man sieht jetzt hier die vier Symbole von dem Controller. Heißt Dreieck, Viereck, Kreuz und Kreis, wie man es auf dem Controller auch hat. Übrigens ziemlich geil, weil das passt genau jetzt zu meiner Sammlung, weil ich habe mir genau gestern eine PlayStation 5 ergattern können. Heißt, dann wird das genau daneben gestellt und dann sieht das optisch genau passend aus. Ja, wie gesagt, ist in so einer Blechdose. Das machen wir natürlich jetzt immer auf. So. Und dann haben wir hier ein Kartenspiel drin. Ja, sehr geil. Natürlich mit dem Joker. Der Joker sieht dann so aus. Auf der hinteren Seite PlayStation-Logo und vorne ja die Symbole. Und dann hat man natürlich noch die normalen Karten. So, die sehen dann so aus. Ja, einfach ein geiles Teil. Kann man mit Sicherheit gut zocken mit. Ja, also Moment. Ach, nochmal kurz die Karte reinstecken. Na, welche Karte ist es? So, oh, misch, 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 misch. Und ich ziehe jetzt die Karte. Was die? Ja, es war die bestimmt, oder? Nee, Quatsch. Ein Zauberer bin ich nicht. Gut. Einfach, einfach geil. Finde ich echt cool. Der nächste Artikel. Okay. Wir sind jetzt Batman. Und hier ist unser Abzeichen.
Das ist unser Schlüssel zur Welt. Das heißt, ihr müsst das hier dran machen und ihr seid Batman. Aber aufpassen, wenn euch der Joker sieht, habt ihr ein Problem. Ja, ist so ein Pin mit dem Batman-Logo. Mega geil gemacht auf jeden Fall, weil hier sieht man im Hintergrund Arkham City. Ja, ist cool designt, schöne Verpackung. Echt geil, gefällt mir. Und zwar haben wir hier jetzt den Darius am Start in der Sonderedition Nummer 1. Ja, es ist so eine richtig coole Actionfigur. Die werde ich jetzt auch jetzt nicht aufmachen, die werde ich bei mir ins Regal stellen, weil vielleicht ist sie ja mal früher oder später irgendwann mal was wert. Man weiß es ja nicht. So, natürlich befinden sich in der Box noch zwei Gutscheine, was natürlich auch ziemlich nice ist. Und zwar, wenn ihr die U-Try-Me-Box so jetzt bestellt mit der Lotto-Box, sind zwei Gutscheine drin. Und zwar Gutschein Nummer 1, da könnt ihr für günstig nochmal so eine Nerds-Box kaufen oder T-Shirts etc. pp. Und da gibt es dann Rabatt drauf. Und jetzt der nächste Knaller ist auf jeden Fall, ihr bekommt von U-Try-Me nochmal einen Rabattcode. Und da könnt ihr dann bei U-Try-Me irgendwelche Lebensmittelkisten kaufen. Ja, und testen, gucken, machen etc. pp. Ja, um euch das nochmal zu zeigen, jetzt sind wir hier auf der U-Try-Me-Seite. Da loggt ihr euch ganz normal ein mit eurem Benutzernamen und so weiter und so fort. Also wie bei jeder anderen Homepage auch. Und dann habt ihr hier den Preis von 29,90 pro Box. Ist auch kein Abo, heißt ihr geht hier nichts ein. Ihr könnt einmal so eine Kiste kaufen und sagen, gut, das war's. Oder ihr kauft öfter solche Kisten. Dann haben wir oben einen Statusbalken, direkt hier neben dem Einkaufswagen. Und ihr könnt jetzt sehen, oder auch nicht. Ja, ah doch, genau. Wenn man jetzt hier drauf geht, füllt sich hier oben der Balken. So, wir machen das jetzt mal. Sagen wir mal, wir würden jetzt den Shake nehmen wollen. So. Bereits im Einkaufswagen und ihr seht, der Balken ist ein bisschen gefüllt. Und je nachdem, klar, welche Artikel ihr hier reinmacht, weil Dosen sind natürlich größer als irgendwelche Salattütchen oder sonst irgendwas. So, wir nehmen jetzt mal die Dose, tun wir auch noch rein. So, jetzt wird er gleich hier oben berechnet. Dann machen wir jetzt noch das Getränk hier rein. Ja, und wie man sieht, hat man hier immer noch viel Platz. Da kann man dann auch noch reinmachen, das jetzt auch mal. So. Das können wir noch reinmachen und das können wir reinmachen. Und das können wir reinmachen und das können wir reinmachen. Also in so eine Kiste passt schon relativ viel. So, das sind jetzt hier auf der Tierseite. Jetzt tun wir das auch noch hier rein. Und das tun wir auch noch hier rein. So, das dauert ein paar Sekunden. So, wenn man jetzt hier das jetzt reinmachen würde, sieht man schon, Artikel übersteigt das Limit. Das heißt, es würde jetzt hier nicht mehr in den Karton passen. Dann geht man dann hier auf den Warenkorb. Dauert jetzt ein paar Sekunden, weil mein Rechner ist gerade nicht so gerade gut, so gut ausgelastet. Ja, dann hat man da hier die ganzen Artikel. Dann geht man zur Kasse, zahlt 29 Euro und man hat dann die ganzen Artikel, die würde man dann zugeschickt bekommen. Link ist unten in der Beschreibung, da könnt ihr dann draufklicken. Übrigens gibt es unten auch nochmal einen extra Rabatt für euch. Also, es lohnt sich. Und nun kommen wir noch zu einem Artikel, der hier in der Kiste drin ist. So, und zwar ein Puzzle. Dungeons and Dragons. Mega geiles Ding auf jeden Fall. Richtig cool. 1000 Teile auf jeden Fall. Ja, hat irgendeiner kaputt gemacht und ich muss es wieder ganz machen. Jo. Ich bin zwar jetzt nicht der Puzzle-Typ, aber vielleicht hat man irgendwann mal wieder Zeit dafür. Ja, es ist auf jeden Fall eine mega geile Box. Kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, checkt den Link unten ab. U-Try-Me, dann könnt ihr hier das auch alles so bekommen mit zwei Gutscheincodes. Also das, ach, das ist schon irre. Also wenn ihr die Gutscheincodes hier einlöst, habt ihr schon einen Riesengewinn gemacht. Also mega. Ja, wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Checkt U-Try-Me ab. Und ja, der Rest erklärt sich von alleine. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, Daumen runter. Abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, aber macht auf jeden Fall irgendwas für den Algorithmus und ciao, bis zum nächsten Mal.